Zeit, dass du dir diese Frage stellst. Komm zu uns. Schließ dich uns an. Du bist einer von uns. Hör auf dein Gewissen. Entscheide dich jetzt. Sie werden Jericho angreifen. Was? Wir müssen hier weg. Scheiße. Was ist los, Kara? Schnell, wir müssen hier verschwinden. Die Ratten in der Falle. Schnell, Kara! Sie kommen! Der Korridor da drüben! Los, mir nach! Genau! Schnell! Hier lang! Weiter vorn muss ein Ausgang sein. Hier rein, schnell! Es gibt Ausgänge auf dem zweiten und dritten Deck. Findet sie und springt in den Fluss. Sie kommen jetzt auch vom Oberdeck. Sie nehmen uns ins Kreuzfeuer. Wir müssen fliehen, Marcus. Wir können nichts mehr tun. Wo ist Simon und Josh? Ich weiß nicht. Wir wurden getrennt. Wir müssen Jericho sprengen. Wenn es untergeht, evakuieren sie und unser Volk kann fliehen. Das schaffst du niemals. Der Sprengstoff ist ganz unten im Frachtraum. Die Soldaten sind überall. Sie hat recht. Sie wissen, wer du bist und wollen dich holen kommen. Geh und hilf den anderen. Ich komme später nach. Marcus! Es dauert nicht lang. Das ist das Ende von Jericho. Rette unser Volk, Marcus. Kommt, Gott, meine Geschichte, erlittene Fehler. Lass sie nicht entkommen. Wenn wir euch irgendwie Ärger machen, bestätige wird gemacht. Es ist zu spät, Kara! Rette dich! Rette alles! Nein, wir lassen dich nicht hier zurück! Stimmt's, Kara? Das machen wir nicht! Was machst du? Ich lass dich nicht hier! Kara, nein! Ah!
Keine Bewegung! Das hättest du nicht tun sollen. Du darfst Alice nicht gefährden. Geh jetzt, bevor sie zurückkommt. Was ist mit dir? Was willst du machen? Ich komm klar. Alice ist alles, was zählt. Ich will dich nicht verlassen, Luther. Keine Sorge. Wir treffen uns an der Grenze, okay? Geht jetzt, passt gut auf euch auf. Bitte tötet mich nicht! Ich hab...
Na los, wir verschwinden von hier. Schnell, wir müssen weg. Spät, Marcus. Wir können nichts mehr für sie tun. Wir müssen weg. North! Komm schon, Marcus. Wir haben Sprengstoff im Frachtraum gezündet. Das Schiff sinkt, Sir. Wir sollen evakuieren. An alle Einheiten, sofort das Schiff verlassen und evakuieren! Es ist noch nicht vorbei. Wer sind Sie? Wie sind Sie reingekommen? Ich möchte zu Karl. Karl spricht mit niemandem. Sie müssen gehen. Bitte. Ich muss ihn sehen. Er ist sehr schwach. Ich weiß nicht, ob er mit Ihnen reden kann. Marcus!
es. Ich hatte gehofft, dass du kommst. Ich habe sie vermisst, Carl. Ich habe sie so sehr vermisst. Was ist los, Marcus? Ich bin völlig ratlos, Carl. Um mich herum bricht die Welt zusammen. Ich möchte das Richtige tun. Ich suche nach Antworten, Doch ich finde nur mehr Zweifel und mehr Unsicherheit. Die Welt wird von Angst regiert, Marcus. Angst vor anderen. Angst vor der Zukunft. Sie ist wie ich, zu alt. Es wird Zeit für das Ende. Aber was soll ich tun? Carl, meine Leute werden getötet. Ich will Gewalt nicht mit Gewalt vergelten, aber sagen Sie, welche Wahl habe ich? Zu leben heißt, sich zu entscheiden. Zwischen Liebe und Hass, zwischen einer ausgestreckten Hand und einer geballten Faust. Ich habe keine einfachen Antworten, Marcus. Du musst die Welt akzeptieren, wie sie ist. Oder kämpfen, um sie zu ändern. Du bist mein Sohn, Marcus. Unser Blut hat nicht die gleiche Farbe. Aber ein Teil von mir ist in dir. Wenn die Welt in Dunkelheit versinkt, werden manche Menschen zu ihrem Licht. Du bist einer. Sieh in den Abgrund. Aber lass dich nicht verschlingen. Wie ist unsere Lage? Sie bringen alle Androiden in Lager und zerstören sie. In ein paar Stunden werden nur noch wir übrig sein. Sie haben schon 5 Lager alleine im Gebiet von Detroit gebaut. Und sie bauen noch mehr im Rest des Landes. Sie organisieren unsere Zerstörung. Sie bereiten einen Genozid vor. Ich sah, wie Josh in meinen Armen starb. Ich hätte ihn beschützen müssen. Uns alle beschützen und... Ich konnte einfach nichts tun. Josh gab sein Leben für unsere Sache. Und jetzt liegt es an uns, dass er und die anderen nicht umsonst starben.
Unsere Leute zählen auf dich, Marcus. Du bist der Einzige, der uns führen kann. Wo auch immer du hingehst, wir folgen dir. Ich dachte, bei uns wärt ihr in Sicherheit. Ich lag falsch. Ihr müsst die Stadt verlassen, so schnell ihr könnt. Alice von hier wegzubringen ist jetzt am wichtigsten. Wir müssen den letzten Bus kriegen. Vielleicht schaffen wir es noch über die Grenze. Marcus. Rette unser Volk. Es ist meine Schuld, dass die Menschen Jericho orten konnten. Ich war dumm. Es war klar, dass sie mich benutzen. Es tut mir leid, Marcus. Ich würde verstehen, wenn du mir nicht vertrauen kannst. Du bist jetzt einer von uns. Dein Platz ist bei deinem Volk. Es sind Tausende von Androiden im Cyberlife-Montagewerk. Wenn wir sie aufwecken, könnten sie sich uns anschließen und das Blatt wenden. Du willst in den Cyberlife Tower eindringen? Connor, das ist Selbstmord. Sie vertrauen mir. Sie werden mich reinlassen. Wenn irgendjemand bei Cyberlife eindringen kann, dann bin ich das. Wenn du das tust, töten sie dich. Die Wahrscheinlichkeit ist groß. Aber statistisch gesehen gibt es immer die Chance, dass etwas Unwahrscheinliches passiert. Sei vorsichtig. Die Menschen haben beschlossen, uns zu vernichten. Unsere Leute sind in Lagern gefangen und werden zerstört. Wir müssen eine Wahl treffen. Und diese Wahl entscheidet dann über die Zukunft unseres Volkes. Gut, wenn Sie Krieg wollen, bekommen Sie ihn. Wir werden kämpfen für unsere Freiheit und wir siegen oder fallen. Seid ihr bereit, mir zu folgen? Seit 6 Uhr heute Morgen gilt eine nationale Ausgangssperre. Der Zivilverkehr wird streng kontrolliert. Das Versammlungsrecht ist ausgesetzt. Die elektronische Kommunikation ist eingeschränkt. Und ich habe unseren Sicherheitsbehörden weitreichende Rechte eingeräumt.
Zusätzlich zu diesen Maßnahmen müssen alle Androiden den Behörden übergeben werden, und zwar unverzüglich. In allen größeren Städten wurden vorübergehend Lager errichtet, um sie zu erfassen und zu zerstören. Ich rufe jetzt alle Zivilisten auf, mit den Behörden zu kooperieren und darauf zu vertrauen, dass wir alles, was in unserer Macht steht, tun, um die Sicherheit unserer Nation zu garantieren. Madam President! Stimmt es, dass Androiden unsere IT-Systeme hacken können, wie Atomkraftwerke und Militärbasen? Alle Androiden in sensiblen Bereichen wurden neutralisiert und alle IT-Systeme wurden sicherheitshalber unterbrochen, um Hacking zu verhindern. Die Situation ist unter Kontrolle. Madam Friend! Wurde der Anführer der Abweichler festgenommen? Der Abweichler, der Marcus genannt wird, wurde bisher noch nicht gefunden, aber wir werden ihn sehr bald aufspüren und dann neutralisieren. Eine Ladung medizinisches Kobalt soll verschwunden sein. Angeblich wurden auch Armeewaffen gestohlen. Können Sie das bestätigen? Mir liegen dazu keinerlei Informationen vor. Madam President! Madam President! Madam President! Was können Sie uns denn über die Razzia von gestern sagen? Das FBI hat gestern um 22.45 Uhr in Detroit einen verlassenen Frachter durchsucht. Mehrere tausend Androiden wurden zerstört oder verhaftet. Unsere Truppen durchkämmen jetzt die Straßen, damit kein Android entkommt. Wir werden jeden einzelnen finden und dann zerstören. Danke. Das wäre alles. Connor, Modell 313-248-317. Ich werde erwartet. Identifikation erfolgreich. Okay. Bitte sehr. Wir begleiten dich. Danke. Aber ich kenne den Weg. Vielleicht. Aber ich habe meine Befehle. Agent 23 identifiziert. Agent 54, Ebene 31. Stimmerkennung bestätigt. Zugang autorisiert.
Bitte geben Sie Ihre Identität und Ihr Ziel an. Agent 54, Ebene minus 49. Stimmerkennung bestätigt. Zugang autorisiert. Der letzte Bus fährt in 20 Minuten. Das lässt uns nicht viel Zeit. Wir müssen uns beeilen. Alles in Ordnung? Mir ist so kalt. Gleich geht's dir besser. Danke. Na komm, lass uns gehen. Nein, tut sie mir nicht! Was sollen wir jetzt tun? Wir müssen weiter, wenn wir den Bus kriegen wollen. Bleib dicht bei mir. Wir werden uns einfach an ihn vorbeischleichen. Wir schaffen das, Alice. Ich verspreche es. Bitte nicht! Ich hab nichts getan! Das habe ich gesagt! Stimmt das von viele? Guck dir doch diese Ratten an! Je mehr man guckt, desto mehr findet man. Ich hoffe, wir sind nicht die ganze Nacht hier. Ich friere mir den verdammten Arsch ab. Das wird Wochen dauern, diese Scheißstadt zu säubern. Glaub mir, wir sind hier noch lange nicht fertig. Da sind überall Soldaten. Wir müssen vorsichtig sein. Na los, Bewegung! Zweitung, sein da.